so, Barbara, es wird alles gut. Jetzt beruhig dich mal. Sei einfach cool wie immer. Also, ich gehe da jetzt rein in die Klasse, die ja alles verursacht hat mit ihrem Beschwerdebrief. Und, ja, was mache ich? Ich werde irgendwie versuchen zu überzeugen, dass sie mich wieder wählen. Wird vielleicht nicht so einfach werden, aber ich kann ja bestimmt ganz gut irgendwie ja, mit irgendwelchen Argumenten um die Ecke kommen. Ja, auf jeden Fall selbstbewusst, Barbara. Ich pack das schon irgendwie. So. Guten Morgen alle zusammen. Morgen. Guten Morgen, Frau Barsch. Was macht die denn hier? Was macht sie hier? Warum ist sie hier? Vielleicht will sie uns sagen, wer die Wahl gewonnen hat. Ja, stimmt. Aber ist mir auch eigentlich egal. Müsste nicht die Gewinnerin vorbeikommen? Oh, vielleicht haben wir verloren. Oh, das ist Frau Barsch. Frau Barsch ist vielleicht immer noch Schulleiterin. Ich hoffe nicht. Wie gesagt, schönen guten Morgen allerseits. Warum sind Sie hier? Ich hab, ja, mehr oder weniger schlechte Nachrichten jedenfalls für mich. Wir haben doch keinen Unterricht So, also ganz kurz, ihr habt ja gewählt, beziehungsweise die ganze Schule und ihr und ja, das Ergebnis ist wie folgt, dass die Mehrheit der Stimmen knapp natürlich ging an Frau Belova. Yay! Yeah. Frau Belova hat gewonnen! Vorbei zum Feiern mit uns! Hat sie einstimmig gewonnen? Ja, also Frau Belova habe ich ja eigentlich auch abgestimmt, aber apropos Leila, wo ist die denn? Hat die auch Frau Belova gewählt oder wie ist das jetzt mit der? Wo ist die überhaupt? Ich glaube, sie hat gestern irgendwas gesagt, sie hätte einen Termin, ich glaube beim Zahnarzt, aber ich bin mir nicht sicher. Aber sie kommt heute auf jeden Fall später. Okay. Ja, das war knapp das Ergebnis, also ich war knapp dahinter quasi. Wie auch immer, genau, so ist das jetzt. Ob das jetzt alles so gut ist mit der Wahl, das weiß ich nicht. Aber das hattet ihr euch ja so gewünscht, mehr oder weniger mit dem Brief. Und naja, ich bin jetzt hier, um euch, also ich bin nicht nur hier, um euch das zu sagen, sondern auch, ja, um einfach mal was zu machen. Und ich meine, ich komme ja viel zu selten hier in der Klasse vorbei, beziehungsweise ich bin viel zu selten vorbeigekommen. Die unterrichten ja auch gar nicht. Ja, das stimmt. Also ich mache die Vertretung und sonst ja ganz viele Sachen. Aber ich dachte mir, ich lasse mich jetzt mal öfter hier blicken, weil ich bin ja gerne hier, ne? Ich bin ja gerne bei euch und wollte einfach mal... Was ist das denn? Ach, das ist ja ein schönes Gemälde. Wer hat das denn gezeichnet? Das sieht ja cool aus. Philipp! Nein, das war Emily. Ach, Emily, das ist ja wirklich richtig stark. Was ist das denn? Okay, also das war eigentlich auch Spaß gemalt. Also deswegen, warum soll das schön aussehen? Das sieht eigentlich nicht schön aus. Sehr komisch eigentlich, wie die gerade drauf ist. Ich verstehe das gerade nicht. Aber ja, also ich habe das gemalt und es ist halt Thaddäus von SpongeBob. Das ist super seltsam. Mir hat noch nie irgendwas gefallen, was du gemalt hast. Ja, die hat auch nie das angesprochen. Nein, doch nie. Du hast schon so oft was an die Tafel gemalt. Ja, und allgemein halt, die war ja immer so, wenn ich mal was gemalt habe, hat die eigentlich immer gesagt, so, ich soll nicht malen. Und ja, und du sollst nicht auf die Hälfte malen, du sollst dies nicht, okay, du sollst das nicht. Okay, Frau Barsch, sie sind ein bisschen komisch. Naja, und auf jeden Fall, wie gesagt, ich würde jetzt öfter einfach mal vorbeikommen und ich habe mir gedacht, in der Schule, selbst wenn ich jetzt aktuell nicht mehr die Schulleiterin bin, habe ich natürlich trotzdem noch hier das Recht, einiges zu machen und umzugestalten. Und ich habe mir gedacht, das ist doch wirklich mal wieder Zeit für einen tollen Ausflug, oder? Ich meine, wir können den ganzen Schulausflug machen, aber ich habe eigentlich, um ehrlich zu sein, speziell an diese Klasse gedacht. Wie wäre es denn, wenn wir mal wieder einen großen Schulausflug planen? Viele kleine würde ich auch gerne machen und ich habe schon mal so eine Idee. Supermarkt. Ja, vielleicht... Vielleicht könnten wir ja demnächst einfach mal zur Eisdiele gehen. Wie wär's? Ich würde jeden von euch gerne zwei, ihr könnt drei, ihr könnt sogar vier, ihr könnt auch einen ganzen Eisbecher. Was haltet ihr denn davon? Chanel, lass uns zur Eisdiele gehen. Ich möchte Vanille und Schokolade und nochmal Vanille. Du bist so basic. Also Eis finde ich eigentlich ganz cool, aber ist das nicht ein bisschen... Kommt das nämlich ein bisschen komisch rüber, dass die jetzt die ganze Zeit irgendwie ihr versucht, was mit uns zu machen? Weil die jetzt gerade nicht die Schulleiterin ist ja. Und vielleicht versucht sie einfach nur, sich anzuschleimen oder so. Keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen... will sie jetzt, dass wir sie mögen. Also ich mag sie. Bibo, du magst jeden. Seit wann magst du sie? Du hast sie gehasst. Du willst nur Eis. Ich mag Eis. Ja, Bibo, das klingt ja schon mal gut, das, was du gesagt hast. Vanilleeis ist auch mein Lieblingseis übrigens. Dann machen cool. wir das so, dann gehen wir heute zusammen nach dem Unterricht und machen das so, die letzte Stunde, die entfällt heute mal, ja. Aber ich bin mit Lana zusammen! Bedankt euch später, letzte ja, Stunde ist ja Mathe. Ja, wir haben doch in der letzten Stunde. Nee. Nee, ich glaube, das. Ach, Englisch war das und nicht Mathe. Naja, aber Englisch habt ihr ja auch nicht so gern. Also, das wird heute entfallen. Englisch ist der beste Unterricht jetzt bei Svetlana.
Aber was noch besser ist als Englischunterricht, ist Eis essen. Das heißt, wir gehen heute zusammen Eis essen. Nur unsere Klasse und ich. Eiscreme! Genau, es gibt Eis. Und ihr könnt euch ja schon mal überlegen, welche Eisdiele, ob die in der Stadt oder die ein bisschen außerhalb. Starbucks. Könnt ihr euch schon mal überlegen. Ich bin gleich wieder da. Warum sagst du dauernd Starbucks? Da gibt's gar kein Eis. Doch, gibt es. Es gibt Frappuccino. Ich möchte Eis in einer Waffel, wie zum Beispiel bei Hubertus Eisdiele. Leute, das ist doch einfach nur alles sowas von egal, was für ein Eis wir haben möchten. Seht ihr gerade nicht, was hier alles passiert? Also warum ist die jetzt die ganze Zeit so, warum schleift sie sich ein? Jetzt verstehe ich gerade gar nicht. Weil sie nett ist. Nein, ist nicht nett. Nein, ist sie nicht. Und ich meine, so ein Eis, ja, natürlich, es ist schon lecker und ist schon cool. Vor allem so, wenn wir halt einen ganzen Becher haben möchten oder haben können. Also schon eigentlich ganz nice, aber ich verstehe das einfach nicht. Und wir haben doch die Frau Belova gewählt. Warum ist sie jetzt die ganze Zeit so hier am Einschleimen? Ja, warum ist sie so nett? Und warum sagt sie einfach Svetlanas Unterricht ab? Sie ja, kann doch nicht... Also das darfst du ja eigentlich gar nicht, wenn sie gar nicht Schulleiterin ist, oder? Richtig. Svetlana macht den besten Unterricht und ich weiß, sie ist da und sie ist gesund und sie ist nicht krank und dann fällt ihr Unterricht auch nicht aus. Vielleicht sollten wir sie mal fragen. So, da bin ich wieder. Und zwar habe ich was Schönes mitgebracht, denn wir haben ja einen richtig tollen neuen Blumenladen hier um die Ecke. Und da habe ich gedacht, da teste ich mal direkt. Und da habe ich, die hatten wirklich so tolle Blumen, da habe ich gedacht, und so eine schöne Pflanze. Die bringe ich euch doch mal mit. So, für dich habe ich einmal diese Pflanze mitgebracht, ne? So, ich hoffe, sie gefällt dir. Ja. So, und einmal für euch beiden, ne? Mit Pink. Ich habe gedacht, das passt ja ganz gut und du hast ja auch so Pink im Haar, ne? Die duften auch ganz herrlich nach Frühling. So, aber, ich hoffe, die gefallen euch, ne? So. Okay, das verstehe ich noch. Es wird nicht. Immer seltsamer. Wieso kriege ich keine Blumen? Ja, Bibo, sei leise. Mann, das ist jetzt nicht doof, aber ich hätte auch viel lieber so Blumen gehabt wie ihr. Das ist viel schöner. Frau Barsch hat überhaupt keine Ahnung, wie man richtig Geschenke macht. So, da sind wir wieder. Ich habe mir gedacht, ihr habt ja bestimmt Durst. Es ist ja ganz schön warm hier. Und ich habe mal für Erfrischungsgetränke gesorgt. Das ist dieses Red Bull. Das trinkt ihr ja so gerne. Na, guck mal, da habe ich Aprikose, Erdbeere und... was ist das? Achai oder wie das ausgesprochen wird? Bibo darf kein Koffein! Und Wassermelone. Das schmeckt euch doch, oder? Oh mein Gott, Chanel! Bibo, ich hab doch gesagt, du sollst das nicht trinken! Ich liebe Red Bull! Ich muss mich bewegen! Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Was soll das? Warum? Also ein bisschen. Ist schon wirklich übertrieben. Die versucht uns hier zu bestechen. Was ist das überhaupt? Und ich meine, also so einen Gaming-Monitor bräuchte ich schon eigentlich. Aber nein, das will ich doch das was nicht. Was will sie überhaupt von uns? Ich meine, der Hund ist süß und so. Ja, die möchte immer noch halt die Schulleiterin sein. Und nicht mehr die Frau Belova. Wir haben doch gefehlt. Ist doch schon zu Ende. Das hätte sie vorher machen müssen. Dann hätten wir sie vielleicht gewählt. Aber so doch nicht. Ja, dann... Naja, nicht jeder denkt gut und richtig. Willst du die Schuhe tragen? Das ist natürlich alles nicht der Rede wert. Ich meine, ich habe natürlich in der Vergangenheit Fehler gemacht und das wollte ich jetzt wieder so ein bisschen ausbügeln. Aber das habe ich ja total gern gemacht und ich dachte, ihr braucht die Sachen bestimmt. Und Ja, aber Bibo, wirklich kein Koffein. Sie müssen daran denken. Ja. Bitte nächstes Mal Red Bull ohne Koffein. Okay, was sage ich denn jetzt noch? Wie kriege ich denn die jetzt dazu, dass die mich wieder irgendwie zurückwählen? Ja, genau, jetzt ist ja Frau Belova die neue Schulleiterin. Und wenn ihr Probleme habt, kommt ihr natürlich zukünftig zu ihr. Und wenn ihr natürlich gerne öfter so Geschenke haben wollt, beziehungsweise Eis essen gehen wollt, dann wisst ihr ja, was zu tun ist, ne? Also, ich sag mal so, noch ist es nicht so spät. Also so Wahlen lassen sich auch rückgängig machen. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Das ist möglich, ne? Also da kann man sich immer noch, könnt ihr euch ja irgendwie überlegen. Ansonsten habe ich natürlich immer ein offenes Ohr für euch und ich freue mich schon aufs Eisessen später. Und ich lasse euch jetzt wieder in Ruhe. Ihr habt ja, glaube ich, gleich noch irgendwie, ich bin mir gerade gar nicht sicher, Sport oder so. Ich sag mal so, bis später, liebe Leute, ne? Ihr könnt euch melden und Soll ich das wirklich machen? Das habe ich jetzt noch nie gemacht, aber das mache ich jetzt. Und zwar, ich biete euch jetzt mal das Du an. Also, ihr könnt mich jetzt in Zukunft ruhig auch Barbara nennen. Oder auch, na gut, wie meine beste Freundin mich nennt, ist Babsi. Aber das müsst ihr niemandem verraten, ja? Also, bis später. Du willst nur Eis. Ich mag Eis.
deine Haare. Und ich mag Züge. So, da bin ich wieder. Und ich habe voll in die Kamera geguckt. Lass einfach laufen. Ja. Nochmal. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ja. Ich hätte gerne Blumen. Frau Barsch hat überhaupt keine Ahnung, wie man richtig Geschenke macht. Eine Runde Mitleid für Bibo. Willst du ein Brot? Nein, ich will dein Brot nicht. Hey, lass mein Brot in Ruhe, Bibo. So, da bin ich wieder. Ich hab mal hier... Ich liebe Red Bull. Ich muss mich bewegen. Oh nein! Gut und richtig. Willst du die Schuhe tragen? Du kannst sie gerne haben, Bibo. Sie gerne haben. Was? Was ist hier los? Na gut, wie meine beste Freundin mich nennt, ist Babsi. Aber das müsst ihr niemandem verraten, ja? Also, bis später. Tschüss, Babsi! Rich! Ich dachte, du sagst jetzt wirklich... Ich dachte, du sagst Barbie. Nee, Barbie. Barbie. Flohmarkt hier. Billiger, 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 billiger. Grüße aus Hannover. 5 Euro. Wer möchte? Bestes Flohmarkt. Keine Ahnung. Ja. 25, 75 Cent Pfand. Ich nehme die Schuhe. Die Schuhe? Was nehmt ihr? Versteigerung. Versteigerung im Klassenzimmer. Die Hannover-Pralinen von 2021. Ich nehme den Hund. Okay. Was für ein Hund ist das? Das ist der einzige gute Deal hier. Ich nehm den hier. Frau Barsch, nein! Frau Barsch, bin ich zum Verkauf! Na gut.